Ja, ich bin mit der Zeit geworden, fremd. Er ist noch gekommen, aber es ist sicher gewesen, damals in jenen Zeiten, wo ich habe ungeheim viel als Jiddisch allein ist nicht genug. Ich bin mir dann 17 Jahre alt, wenn ich habe ungeheim fremd meine Taten als Sachfrage ist wegen Gott, wegen Fremdkeit. Und ich habe gesehen, er will nicht antworten. Und zum Sofort hat er gesagt, du weißt nicht, dass ich bin ein Atheist. Und das ist mir das erste Mal, was er das gesagt hat. Und ich habe gesagt, nein. Du machst Kiddisch und dann jeden Freitag zu Nacht. Und Schabbos noch Mittag, aber er meint das nicht. Er hat gesagt, was ist das getan, wenn du bist ein Atheist? Und er hat gesagt, zu lieb ach. Und ich habe gesagt, wow. Das heißt, ich habe es nicht, Menschen fragen mich, hast du es nicht gehalten für hypokritisch, was er macht, ich brauche es, aber er glaubt nicht. Nein, bin verkehrt. Es ist gewesen ein Messias Nefesh. Er hat verstanden, als in der jüdischen Tradition, während die Jeden seine Kinder nicht haben, auf was zu leben. Wir können nicht leben. Er hat allein verstanden, wir können nicht leben, nur auf jüdischer Sprache. In der MS ist eine Sache für die säkulären Kinder von Hemmschach, aber ich habe nicht mit nicht Jeden, weil es nicht so wichtig ist. Es ist nicht gerade jüdische Sprache, es ist nicht gerade jüdische Tradition. Sehr die Kinder, wer weiß, sie sehen, man sich viel betrachten für Jeden. Der Fall meiner hat meine Tate getan, sehr klar gesagt. Er hat nicht gewusst, als er ein Edel wäre, wenn er noch fremd wäre, wenn er noch ein Giedel auch fremd geworden. Das hat er sich nicht gerecht. Und es ist nicht damit gewesen bequem, weil speziell für Edel ist es geworden, fremde Farbe mehr. Als Sprache allein ist nicht genug. Also, ich will es nicht kennen, es ist nicht durch ein Zwiebel. Aber alles, es ist nicht durch jüdische Schulen. Es ist ein Mensch, kein Zwiebel von jüdischen Schrauben. Kein jüdische Simmerlagen, weil Hemmschach hat sich schon vermacht, darf man nur etwas Breites. Und ich habe gefühlt, ich habe gesehen, ein Scheiches von Jiddisch mit Jiddischkeit, mit Fremdkeit, was geht, geht zusammen. Und ich habe gedacht, das ist etwas, was ich kenne, als meine Kinder wollen sich nicht fühlen allein. Und ich habe nicht gewollt, dass ich nicht gewollt leiden von derselben Depressie wie meine Tate, was wert von der Jiddisch Welt, weil ich habe gewusst, Jiddisch, wir reden Jiddisch, aber wir gehen auch in Aschiel mit der Sache anderer Jiden jeden Schabbos. Und sie wissen, dass wir reden Jiddisch. Und erst wenn wir ein Spiel sein auf sie, sie sollen geben Geld zu jiddischen Organisationen. Und aus eurem wollen wir keinen aufhaltenden Jiddisch in einem Rahmen für eine fremde Leben stecken.